herzlich willkommen zu dem neuen Motorblog von mir. Ja, ich lebe noch. Beziehungsweise ja, ich kann noch laufen. Geile Karre. Auch wenn sie ein Jug war. Trotzdem geile Karre. Und zwar, ja, das ist jetzt so ein Vlog wieder. Der ist gewollt. Der Polizeivlog war ja nicht unbedingt gewollt. Dann fahren wir einfach mal, ich fahre jetzt einfach mal vom Parkplatz runter. Ja, so ein paar Updates jetzt gibt es nochmal. Also wer mich so ein bisschen auf Instagram verfolgt, weiß, dass ich jetzt ein neues Maschinchen habe. Was nicht jeder so geil findet, das ist eine Derby GTR 50R. Aber ich glaube, warum viele diese hässlich finden, liegt einfach, ach Gott, meine Stimme geht weg. Warum viele diese hässlich finden, war das deutlich egal. Warum die viele so hässlich, ist das deutsch? Ich habe keine Ahnung, egal. Ihr wisst, was ich meine, so hässlich finden, ist, warte jetzt. Ach, jetzt kann ich hier gar nicht richtig abkürzen, oder? So, ja, fahr schneller, los. Dann fahren wir hier mal so lang. Fahren. Ich weiß nicht, das kommt nicht aus der Kamera so rüber, aber die hat richtig geile Beschleunigung. Das sollte ich jetzt auch nicht ganz so machen, weil die hat jetzt mittlerweile einen kleinen Lagerschaden. Ich fahre aber trotzdem noch, weil die Lager sind jetzt schon bestellt. Die müssen jetzt auch die Tage ankommen. So, aber erstmal zurück zum anderen Thema. Ja, die Derby finden viele nicht ganz so geil, weil die hat halt so komische Augen. Ich blende mal ein Foto ein für die, die es noch nicht gesehen haben. Ich finde, das ist halt oldschool, ne? Die ist Baujahr 2000. Die habe ich gekauft ohne Motor für 80 Euro mit Schweizer Papieren. Und da habe ich jetzt gestern, vorgestern, also der Vlog vom Freitag, ich habe ihn am Dienstag geholt. So. Also ich habe ihn am Dienstag geholt, der Motor hat auch sage und schreibe, ja zurück hier, ne? Ein bisschen gucken. Sage und schreibe 80 Euro gekostet, genau wie die Derby. Und ich hatte den jetzt mal eben auseinandergenommen, also Donnerstag auseinandergenommen. Und man hört es sogar, glaube ich. Dass die so, die macht so ein malendes Geräusch, aber das ist komisch leicht. Ach, jetzt habe ich den Faden verloren, scheiße. 80 Euro der Motor, ich habe ihn am Donnerstag aufgemacht, also heute für mich, für euch gestern. Ah, ist so komisch, in so einer Zeitblase zu reden. Und der Typ, also der Vorbesitzer, hat wahrscheinlich einfach kein Kühlwasser genommen, sondern stinknormales Wasser aus der Leitung, weil die Wasserkühlung von innen ist so verrostet, das ist nicht mehr geil. Also ich habe da jetzt eine Tonne Rostlöser drauf gemacht, gefühlt, und ich hoffe mal, dass das jetzt die Tage runtergeht. Ja, Video zur Derby kommt auch noch, keine Sorge. Dann das hier wird auch nicht mehr lang bleiben, das ist meine Tachowelle. Ich habe hier unten, ich hatte eine Tachoschnecke dran eine Zeit lang. Ich hatte eine Zeit lang eine Tachoschnecke dran, der Tacho hat auch funktioniert. Und da hier die Tachowelle für die Schnecke zu klein war, habe ich das ein bisschen modifiziert. Ich sage jetzt nicht wie, weil das war am Fuß am Bau hoch 10. Und noch mehr Fuß am Bau, als ich normalerweise betreibe. Das war noch mehr. Auf jeden Fall, das wird bald repariert. Die Felgen kommen runter, es kommen neue drauf.
Und ein neuer Zylinder ist drauf. Da ist ein Optima-Zylinder drauf. Frag mich bitte nicht welchen. Aber das merkt man auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera so gut sieht. Also es ist deutlich schneller als vorher. Und ich darf nicht mehr so Vollgas gehen. Das sollte ich mir jetzt abgewöhnen. Weil wenn die Lager irgendwie jetzt nicht da gekommen, ich will nicht wissen, wie die Kurbelwelle aussieht. Also, wie gesagt, die Karte hier, die Jute, die hat einen Lagerschaden. Ja, die hat einen Lagerschaden und das bedeutet, ich muss den Motor spalten. Auf jeden Fall wäre jetzt meine Frage so, würde euch so einen Motor zerlegen, Motor revidieren, Video gefallen? Beziehungsweise würdet ihr euch das angucken, dass ich dann einfach eine Kamera daneben stelle und das dann... für die Leute! Für die Leute! Ja, momentan ist noch ein Original, also wieder der Original-Luftfilter drauf. Da der mir irgendwie von meiner Halterung abgefallen ist und dann lag der so auf der Kette und der sieht nicht schön aus. Da ist das komplette, dieses Eloxierte komplett runtergefressen. Ist halt nicht ganz so geil, habe ich gehört. Dann habe ich jetzt erstmal wieder den Originalen draufgeklappt. Damit hat sie auf jeden Fall deutlich mehr Anzug, aber fährt halt nicht mehr Endgeschwindigkeit so schnell wie sie vorher fuhr. Jetzt mit dem neuen Zylinder, also Endgeschwindigkeit war gut. Sagen wir mal so, war gut, war sehr, 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 sehr gut zum Opa. Ich fahre jetzt mal zu der Baustelle und dann gebe ich im Tunnel mal ein bisschen, also im Stand so ein bisschen Gas. Wenn da überhaupt noch eine Baustelle ist, ich weiß es nicht. Ja, das waren jetzt so die kleinen Updates. Dann haben wir ja bald auch schon die 2000 Abonnenten geknackt. Und dann müsste ich jetzt noch mal bald das Video aufnehmen bzw. machen, wie man Sticker bekommt. Und zwar, ich kann es ja jetzt schon mal so vorab sagen, ich werde da einen PayPal-Account errichten. Einrichten, da komme ich jetzt durch, sind dann noch Arbeiter, das ist mir scheißegal, ich war jetzt dann errichten. Und weil ich habe keine Lust dann irgendwie auf dem Porto sitzen zu bleiben. Oh Gott, Hilfe. Am Porto sitzen zu bleiben, das ist nicht ganz so schön, wenn das irgendwie kostet irgendwie 70 Cent Versand. Und das dann einfach auf das PayPal-Konto da überweisen mit Namen, Adresse und so und dann schicke ich euch Sticker zu. Und dazu kommt aber noch ein Video. Ich habe euch ja schon gesagt, dass zu den 1000 Abonnenten dieses Sticker kommt. Und ja, hat sich alles ein bisschen verspätet. So. So, wir fahren mal ein bisschen. Wir fahren hier mal ein bisschen rein, weil ich weiß, man sieht wahrscheinlich sowieso nichts. So. Ich muss die so ein bisschen schräg halten wegen dem Hauptständer, sonst kommt der Reifen auf. Oh, das hat sich nicht geil angehört. Nee, das war nicht schön. Das war kein geiles Geräusch. So, ja, das war jetzt ein kleiner Soundcheck. Dann zu den 2000 kommt natürlich ein kleines Blas, Alter. Kommt natürlich ein kleines Abonnenten-Special. Das gute Abonnenten-Special.
ja. Ne? Wisst ihr Bescheid, Abonnenten-Special. Die hier hat einen Lagerstand, da kommen neue Felgen drauf. Neue Felgen und was kommt noch an die? Ah, neue Lager. So. Also Lagerstand, kommen neue Lager, jetzt die Tage. Neue Felgen kommen drauf, Abonnenten-Special gibt es, Aufkleber bald auch. Turn gibt es bald auch ein Video. Und ja, ich will halt dieses Video, wie man die Sticker bekommt, will ich nicht so langweilig gestalten. Sondern einfach nur so, ja, überweist mir das Geld und hier habt ihr Sticker. Ja, das hätte ich auch in 10 Minuten fertig, so ein Video. Aber so ein Video soll es nicht werden. Lasst euch überraschen, was da für ein Video kommt. Ich hoffe, ich krieg's bald auf die Reihe, so ein Video zu machen. Und ich glaube, das war's jetzt so mit dem Vlog. Das war so jetzt informativ des Todes heute. Und bitte. Bitte, 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 hört auf mit diesen Fragen, wie schnell läuft der Motor? Diese Fragen beantworte ich. Weiß, jetzt werden es wieder welche Fragen, weil sie es lustig finden. Aber ich werde sowas nicht mehr beantworten. Ja, ist einfach so, ich werde es nicht beantworten. So, sonst gibt es, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich bin erstmal raus. Ciao. My feet can't touch the ground. Touch the ground. I can see the sands on the horizon.